Jan! Was? Niklas verliert den Anschluss. Sag mal, warum ist er eigentlich weggekommen? Weil ich ihn drum gebeten habe. Jetzt kommt die Sonne raus. Ja, herrlich. Pause. Nee, Papa. Geht schon. Okay. Aber dann lass Jan die Kamera tragen. Was, wieso? Weil man sonst den ganzen Weg übersieht, wie du leidest. Sicher, dass wir keine Pause machen sollen? Komm mal her. Okay. Hallo? Ja, ja. Unterwegs. Übernimm dich nicht. Natürlich müssen da noch Steckdosen hin. Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel und kein Nomadenzelt. Ja, heute noch. Klar. Na, schon wieder Ärger wegen des Umbaus? Danke, dass du mit anpackst. Bleibt mir nichts anderes übrig. Übrigens, ich habe die Lisa getroffen. Soll ich grüßen? Danke. Läuft da wieder was zwischen euch? Die war so... Wieso? Naja, so beglückt irgendwie. Beglückt? Als wir über dich gesprochen haben. Ich dachte, du sollst mich von ihr grüßen. Ja, eben. Pass mal auf, wenn da was wirklich laufen würde zwischen uns, ja? Dann wird sie ja nicht über dich Grüße an mich ausrichten, oder? Okay, dann frage ich anders. Ist da wieder was gelaufen zwischen euch? Wir haben ein bisschen viel getrunken und dann... Mhm. Und dann? Ist kompliziert. Schau mal. Da ist eine Lawine runtergekommen. Wow. Ist ja ein Riesending. Dann kommt da jedenfalls nichts mehr runter. Papa! Papa! Ja, wegen des Investments von der Aquatube. Ich glaube, wir sollten da wirklich was. Niklas, bitte, das hatten wir schon alles. Niklas, wir können uns doch keinen Waffenhändler in die Firma holen. Ja, aber die wollen mittelfristig aus der Rüstungsindustrie raus. Ja, mag sein. Aber für unser Image ist das so oder so nicht gut. Profit ist nicht alles. Ich will eine saubere Firma hinterlassen. Wie war's? Hinterlassen? Was ist denn jetzt mit der Katharina? Wieso jetzt Katharina? Was hat das jetzt mit Katharina zu tun? Weißt du, die hatte doch eine ganz klare Haltung, als sie nach München gegangen ist, oder? Mann, ey, so viel Neuschnee, jetzt wird's wieder wärmer. Perfektes Lawinenwetter. Ich hab keine Zeit dafür. Die Handwerker stressen und mein Vater, der... Wie geht's ihm denn? Beschissen. Der hat so Angst vor der OP. Kann man verstehen. Ja, aber ohne OP ist der Krebs nicht heilbar. Erbrechter? Nein, nicht verputzen, erst muss der Elektriker die... Nein, stopp, ich bin gleich da, ja? Ich wollte es euch eigentlich erst heute Abend auf der Hütte erzählen, beim guten Glas Wein. Nach dem nächsten Quartalsbericht trete ich ab. Was schaut ihr mich so an? Ich habe ein Leben lang geschuftet wie ein Irrer. Die Firma hochgezogen, sie groß gemacht. Ich habe ein bisschen was nachzuholen, Jungs. Meine Enkel. Doch trotzdem ziemlich überraschend. Und ich will, dass du, Jan, mein Nachfolger wirst. Was? Niklas, ist am besten so, glaub's mir. Du bist zu emotional. Du würdest dran zerbrechen. Du wirst Jan Stellvertreter und kannst in Ruhe leben. Vertrau mir. Lass mich. Bist du sicher? Ja. Yeah.
Kann ich Ihnen helfen? Pünktlichkeit wäre schon mal ein guter Anfang gewesen. Ja. Verstehe nicht. Kienle. Lars. Universität Graz. Gletscherforschung. Wir hatten einen Termin, exakt vor 53 Minuten. Heute? Ja, heute. Ja. Deswegen sind wir hier. Wegen der Vermessung am Torstein. Tja, ich müsste dann noch mal mit meinem Chef telefonieren. Ja. Ich halte sie nicht auf. Johann, ruf mal kurz deine Tochter an. Okay. Niklas, kleine Pause. Kannst du mich hören? Mein Vater hat eben seinen Nachfolger bestimmt. Sag Hallo zum neuen Geschäftsführer von Kessler Umwelttechnik. Was? Das ist ja großartig. Papa hat mir gar nichts davon gesagt. Aber was ist mit Niklas? Naja, für ihn war das natürlich schon ein ziemlicher Schock. Ich rede morgen mit ihm. Und du passt bitte auf dich auf, ja? Es ist Lawinenwetter. Keine Angst, das ist traumhaft schön hier oben. Ich mach dir ein paar Videos mit der Kamera, okay? Drück die Kids, ich liebe dich. Bis gleich, ciao. Mama, das Violett ist alle. Und was machen wir da? Mischen. Blau und rot. Ach, ihr seid so schlau. Von wem habt ihr das bloß? Von Papa. Ah. Na dann ab in den Keller und holt die Farben. Wo die Gletscher abschmelzen, passiert da oben ständig was. Verbindungen zwischen den Eisfeldern öffnen sich, Eisströme suchen sich völlig neue Wege. Das ist faszinierend. Ich selbst beschäftige mich mit Hydrologie. Mein Kollege Larsen... Geologe. Moment, worum geht's eigentlich? Diese Frage habe ich erwartet. Ich allerdings auch.
Wir wollen auf der Thorsteineisrinne eine Lawine lossprengen. Erst dann können wir Messungen der Eisdicke vornehmen. Das kann man sonst im Winter nicht. Weil sonst überall so viel Schnee liegt. Ja, ganz richtig. Ja. Wir brauchen euren Heli, um unsere Geräte hochzufliegen. Es geht leider nicht. Der Heli ist auf Patientenflug und für eine Sprengung hätte ich alles sperren müssen. Das wird heute nichts, tut mir leid. Der hat gesagt, das wird schon klappen. Das hat er allerdings. Hey, Moment mal, ja. Ich habe den Termin nicht bestätigt. Hat er nicht. Wissen Sie, was diese Verzögerung dem Steuerzahler kostet? Das holen wir uns wieder. Von Ihnen. Wieso von mir? Er hat's doch vermasselt. Dann von Ihnen. Also wissen Sie was? Wir machen das so. Sie quartieren sich hier im Hotel ein. Dann sperre ich heute noch alle Routen hoch zum Thorstein und morgen früh, Punkt 8 Uhr, können wir loslegen. Hm? Ist das ein Angebot? Und wer bezahlt das? Das regeln wir schon. Aber ins Frühstück. Das kriegen wir auch noch hin. Hm. Früher nicht mehr. Schön vorsichtig mit dem Cholesterin sein. Papa! Ich komme! Papa! 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 Voll erwischt, Papa. Ah! Was weißt du? Lawine. Ich hau dich aus. Sie vermisst mich. Hey, Lisa, ich bin's. Du, was machst du denn heute Abend? Du kannst deinen Freunden, den Klimaforschern, ausrichten, dass sie sich die Sprengung am Thorstein sparen können. Das Schneebrett ist von selber runtergekommen. Warum muss ich die anrufen? Die hassen mich. Wo ist der Michi? Auf dem Rückflug. In 30 Minuten wieder einsatzbereit. Gut, dann richt den Herrschaften doch aus, dass sie heute vielleicht doch noch hochkommen. Dann mögen sie dich wieder. Bis später. Tschüss. Yeah.
Ja klar, wenn ich es doch verspreche. Nein, auf... Einen Moment mal eben bitte, ja? Bergrettung Gramsau? Was? Moment, ja? Tut mir leid, das wird heute doch nichts mehr. Hören Sie? Wo sind Sie? Ja, keine Ahnung. Runter bin ich übers Steinbacher Kar. Okay, was sehen Sie? Wetterspitz. Torstein. Und noch so eine Hohe, aber da weiß ich nicht, wie er heißt. Sehen Sie den hohen Dachstein? Nein. Okay, wie viele Personen sind Sie? Mein Vater, der blutet. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Beeilen Sie sich bitte. Ja, bleiben Sie ruhig. Ich schicke sofort Hilfe, ja? Was gibt's? Notfall. Zwei Personen, eine vermutlich schwer verletzt. Südwestlich der Mitterspitzroute, kurz unterhalb des Steinbacher Kar. Okay, wo ist der Michi? Ist gleich am Heliport. Gut, ich bin gleich in der Nähe. Der Michi soll die Rettungsausrüstung aufnehmen und dann gleich nachkommen. Okay, verstanden. Ist bestimmt gleich da. Wie fühlst du dich? Nicht schlecht. Was ist passiert? Was ist los mit dir, Papa? Warum weißt du nichts mehr? Jan. Wo ist Jan? Den hat die Lawine voll erwischt. Ist er tot? Es tut mir leid. Gegen Fliegen. Liegt's am Heli oder doch hier am Piloten? Er und ich hab's. Nein, tut mir leid, wir haben einen Einsatz. Ich weiß, es ist blöd, aber was soll ich machen? Hier, die Lawinensorten nimmt ihr besser auch mit, ja? Okay, danke. Ja, bis später. Hallo. Ich hasse Fliegen. Verena, ich mach's dir ganz sanft versprochen. Dadurch machst du's nicht besser. Die Kiste muss morgen zum Service. Falls irgendwas komisch vorkommt, dreh einfach um, ja? Was umdrehen und die Leute im Berg lassen, das kannst du vergessen. Und außerdem, wenn mit der Mühle irgendwas nicht stimmt, das merke ich schon. Ja, ja, Michi. Vogler Bodentruppe, wo bist du? Ich bin gleich am Mittagsspitz. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Minuten. Okay. Ich kann auch weitere Kurven fliegen, das ist marktfreundlicher. Aber dann dauert es ja noch länger. Komm, ich gebe Gas. Okay.
Hallo? Markus Kofler, Bergrettung. Sind Sie verletzt? Mein Vater, am Bein. Die Hilfe ist unterwegs. Der Heli kommt gleich. Was ist mit Ihnen? Ah, meine Schulter, es geht schon. Ich glaube, der hat sich auch noch in den Kopf angeschlagen. Die Ärztin schaut sich das gleich an. Was genau ist passiert? Komm, die Woche. Eine Lawine. Ich kam auf einmal angerauscht. Ich hatte keinen Empfang. Da oben. Und dann... Ein Junge. Hat mich mein Junge den Berg runtergeschleppt. Mit der kaputten Schulter. Na, was ist mit dir? Jan? Was ist mit dir? Welcher Jan? Mein Schwager. Die Lawine hat ihn voll erwischt. Da oben ist noch jemand? Wann wollten Sie mir das sagen? Da zählt jede Sekunde. Das kann er nicht überlebt haben. Wo genau waren Sie? Ich weiß es nicht. Wo genau waren Sie? Überlegen Sie. Ich weiß es nicht. Wir sind da unten beim Parkplatz da. Köhler-Eck sind wir hoch. Okay, das ist die Mittagsspitztour. Sind Sie denn hoch zum Gipfel oder weiter zum Torstein? Die Kamera, zeig ihm. Zeig ihm die Kamera. Kamera? Haben Sie Aufnahmen gemacht? Das ist sehr gut. Vielleicht können wir darauf sehen, wo der Vermisste ist. Wo ist die Kamera? Ja, Diana. Okay. Fahren Sie vielleicht am Torstein, da ist nämlich auch ein Schneebrett runter. Nein. Ah! Das war kein Schneebrett. Es war eine Riesenlawine. Mit der Spitze im Steilhang. Markus, für mich hier kommen. Pass mal auf, es gibt zwei Verletzte. Einmal mit einer Schulterverletzung, der andere mit einer Oberschenkelverletzung, vermutlich Schädel-Hirntrauma. Außerdem gibt es noch einen Vermissten. Eine Lawine am Mittagsspitz. Ja, das haben wir gerade beim Anflug gesehen, ein Riesending. Ja, komm her, hol die Verletzten, dann schauen wir weiter. Alles klar, wir landen. Endlich. Ich kann sich ja nichts mehr erinnern. Servus. Tobias in der Bergrettung. Hallo. Dr. Auerbach. Los, Tobi. Wo müssen wir hin? Zum Mittagsspitz. Wir müssen die Stelle finden, wo die Lawine die erwischt hat. Okay. Kann der Michi ins Hochfliegen? Bei den Kopfverletzungen, der muss sofort in die Klinik. Okay, ich hol die Trage und bis hier. Lawine, du kommst hier klar? Es war gut. Wie fühlen Sie sich? Es tut so weh. Wir röntgen das gleich. Was ist denn mit meinem Vater? Der kann sich irgendwann nichts erinnern. Kann viele Gründe haben. Der Aufprall, die Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, der Schock. Lorena, sagst mir Bescheid, sobald er sich wieder an was erinnert, okay? Klar. Siehst du was? Nichts. Wo wollen wir anfangen? Schau mal hier. Da ist was. Das sind Spuren. Hier sind sie in den Haufen. Ben, wo bleibt die Verstärkung? Die ersten Suchmannschaften müssen gleich bei euch sein. Die Hundestaffel ist auch schon unterwegs. Okay. Gut. Hast du die Angehörigen schon benachrichtigt? Ja. Nein. Ach. Mann, die Katharina, die kann das doch immer so gut. Okay.
Schick mir die Nummern durch. Danke. Bis später. Vier Balken. Sehr komisch, ich habe hier einen Empfang. Und? Naja, der Niklas Kessler hat gesagt, er hätte hier oben keinen Empfang gehabt. Vielleicht hat sein Provider kein Netz. Hallo? Bergrettung Ramsau. Markus Kofler hier. Sind Sie die Frau von Jan Hilbert? Ja. Es gab ein Unglück in den Bergen. Ihr Mann wird vermisst. Vermisst? Mein Bruder und mein Vater? Die sind in Sicherheit. Die haben wir gefunden. Sie sind auf dem Weg in die Klinik. Ach Gott, Jan. Wir suchen ihn. Bleiben Sie bitte in der Nähe vom Telefon, okay? Ja, natürlich. Bitte melden Sie sich sofort. Mama, Orangensaft ist alle. Was ist denn, Mama? Ich habe total vergessen, Saft zu kaufen. Macht nichts, ich trinke auch Wasser. Das ist lieb von dir, mein Schatz. Stich! Schritt! Stich! Schritt! Stich! Schritt! Stich! Schritt! Die haben mir 3 Liter Blut gegeben. Das ist Superheldenblut. Das macht mich noch stärker. Wo ist Papa? Hört mal, Kinder. Euer Vater... Wisst ihr, Papa hat sich verlaufen. Darum ist er noch nicht zurück. Auf dem Berg? Ja. Aber ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen. Die Bergretter suchen ihn schon. Und sie werden ihn auch finden. So ist es. Wer will Kakao? Hm? Ich. Na los! Hm? Ich komm gleich nach. Wo ist Jan? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass wir Richtung Mitterspitz losgegangen sind und dann Filmriss. Ich bin erst wieder zu mir gekommen, als Niklas mich den Berg runtergeschleppt hat. Die finden ihn. Manchmal findet man die einfach nicht. Komm, es wird dunkel, komm. Okay, wir brechen ab. So, und Nummer 2. Ist doch viel besser als Kakao, oder? Frau Doktor, wartet mal schnell. Mein Vater, der wird doch wieder... Die Wunde war tief, hat sich aber sauber nähen lassen. Okay. Und das Gedächtnis?
Da kann ich leider keine Prognose stellen. Wissen Sie, eine retrograde Amnesie kann ausgelöst werden durch Gehirnerschütterungen oder durch ein traumatisches Erlebnis. Und Ihr Vater hatte leider beides. Dazu noch Blutverlust und Sauerstoffmangel des Gehirns. Wir können jetzt leider nur abwarten. Okay? Okay, danke. Entschuldigung, ist das Zimmer von Johann Kessler? Er schläft. Ich bin die Tochter. Worum geht's? Markus Kofler, Bergrettung Ramsau. Wo ist er? Ist er hier? Ist er verletzt? Wir haben Ihren Mann leider noch nicht gefunden. Aber wir haben das Gebiet dreimal abgesucht. Nein, mein Mann ist ein Kämpfer. Ich weiß, dass er lebt. Gibt's was Neues? Nein, noch nicht. Sie sagten doch, dass Sie da oben an der Unfallstelle kein Handyempfang hatten, richtig? Was? Nein, warum? Na, ich hatte nämlich Empfang. Kurzem den Anbieter gewechselt mit der Firma. Da gibt's wohl häufige Schwierigkeiten. Hat Papa auch Schwierigkeiten? Nein, mein Schatz, warum fragst du? Dann können wir ihn doch anrufen. Das haben wir schon ein paar Mal versucht, wir erreichen ihn noch nicht. Die Bergretter werden ihn finden. Wir finden ihn. So, und wir warten mal im Auto, ja? Sagen Sie mir die Wahrheit. Wenn er die Lawine überlebt haben sollte, dann würde die Nacht jetzt schwierig werden. Sie kennen ihn nicht. Vielleicht hat er sich irgendwo hingerettet. Sie müssen ihn finden, bitte. Wenn er da oben ist, dann finden wir ihn. Okay? Der sich in eine Schutzhütte gerettet haben. Ja, das war die Lawine. Und da war eine Hütte. Das ist eine ziemliche Entfernung. Hier war doch mal dieser Transportlift, den es weggerissen hat. Das Lifthäuschen steht noch an der Bergseite. Aber die Strecke, nachdem ihn eine Lawine erwischt hat. Na gut, er ist sportlich, kennt die Gegend. Wenn ich morgen mit den Wissenschaftlern da oben bin, dann gehe ich mal zum Lifthäuschen hin. Okay. Sag mal, schließt du ab? Hä? Das ist gleich 7. Ach du Scheiße, ich muss los. Bis später. Papa? Niklas. Du hast mir das Leben gerettet. Ach was? Wie fühlst du dich? Besser. Komm her, setz dich. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ich weiß, du machst dir Vorwürfe wegen Jan. Aber du hast keine Schuld an dem Unglück. Die Lawine ist schuld. Du hast getan, was du tun konntest. Die Firma. Jemand muss sich um die Firma kümmern. Informier bitte die Belegschaft, was passiert ist. Ich will nicht, dass sie es aus der Presse erfahren. Okay. Hey. Hey. Entschuldige bitte die Verspätung. Ich muss noch meinen Anzug bügeln. Schick. Kein Vergleich zu dir. Wie geht's Florian? Er hat im Urlaub mit seinem Vater auf den Malediven. Hm. Da gibt's aber keine Berge. Nein, da gibt es keine Berge. Da gibt's keine Berge. So, jetzt habe ich's. Wie kommt er mit eurer Trennung klar? Er sagt, es geht ihm besser. Naja, wir haben uns ja nur noch gestritten. Ich glaube, das war das Beste für uns alle. Und was machst du so zur Zeit? Außer natürlich Menschen zu retten. Naja, ich
Ich musste nachdenken. Worüber denn? Über... Danke. Oh, ich nehme das, was der Herr da hat. Vermisst man mich einfach da oben lassen. Ich meine, wenn er die Lawine überlebt hat, das ist... Ich nehme das persönlich, ja? Darum bist du ja auch so gut in dem, was du tust. Aber du kannst sie nicht alle retten. Ja, ich weiß. Nein, im Ernst. Nein. Du kannst sie nicht alle retten. Ja, ich weiß, ich kann sie nicht alle retten. Ich kann sie nicht alle retten. Also, warum sind wir jetzt hier? Hattest du nur Hunger, oder? Ja, sicher. So Hunger hatte ich auch. Und ich wollte dich sehen. Jetzt im Ernst. Das Restaurant, dein schick gebügelter Anzug und das, nachdem wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich will mit dir zusammen sein. Das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Schon, ja, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, richtig. Das heißt, es kommt auch nicht plötzlich, weil ich meine, seit 18 Jahren kennen wir uns jetzt und kleben aufeinander, kommen nicht voneinander weg, nur dass halt immer irgendwas, dass immer irgendwas zwischen uns stand und jetzt ist, ach, scheiß drauf. Wenn ich jetzt, wann dann? Als vorm Kochen. Es tut mir leid, ich bin irgendwie ganz... Das macht mich wahnsinnig. Mein Vater, die Handwerker, der Franz, ich... Also komm, geh ins Hotel. Ich schaff das jetzt auch allein. Ja? Ja. Okay, danke. Morgen. Muss gleich los. Klimaforscher warten. Außerdem bin ich noch zum Lifthäuschen und gucken gerade. Da kann er sich hingerettet haben. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Ja, ich weiß. Ja, aber du hast recht. Man darf nichts unversucht lassen. Ruf mich an, ja? Bis später. Du hast aber noch Zeit für einen Kaffee. Ja, warum nicht so lange? Ist Peter da? Katharina! Kann vielleicht einer von euch mal ans Telefon gehen? Katharina, was machst denn du hier? Peter ist abgehauen. Was? Die haben mich um 16:30 rausgeklingelt. Ist er hier? Nein. Der ist im Hotel. Da geht keiner ran. Baustelle. Herr Brechter, ist mein Vater im Hotel? Ja, schnell bitte. Hi. Wie geht's? Gut. Wie läuft's in München? Gut. Okay, danke. Der ist im Hotel. Okay. Oh, bis später. Ist der immer noch in den Bergen? Ja, mein Schatz. Wann kommt Papa wieder? Ich bin gleich wieder da, okay? Ja, ich bin schon unterwegs zum Belegschaft, ja. Danke. Niklas? Kannst du mich bitte mal in den Arm nehmen? Hm. Frühstückst du mit uns? Die Kinder stellen Fragen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das weiß ich auch nicht, Natalie. Wir müssen jetzt einfach alle stark sein und warten, bis es Neuigkeiten gibt. Ich weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Ich muss jetzt in die Firma die Leute benachrichtigen. Aber ich bleibe heute noch da, ja? Okay? Du hast keine Angst, ich bin da. Bis später. Thank you.
Schauen zwar teuer aus, aber die sind ja auch teuer. Schaut mir doch was vor, was billiger ist, aber genauso teuer ausschaut. Papa! Hier bist du. Mal, was machst du hier? Du hast ja keine Ahnung, wie die Betten im Krankenhaus sind. Da habe ich mich gestern Abend in ein Taxi gesetzt, um endlich wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Und deine Behandlung, die OP ist in 3 Tagen angesetzt. Lasst uns bitte kurz alleine. Danke. Papa, ohne die OP hast du keine Chance. Ja, mit der OP vielleicht auch nicht. Falls ich sie überhaupt überlebe. Im besten Fall kriege ich einen künstlichen Darmausgang. Komm, komm, das ist überhaupt nicht gesagt. Aber wahrscheinlich. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich will nicht mit einem Beutel am Bauch herumlaufen. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mich entschieden. Was? Hier gehöre ich hin. Das hier, das ist mein Leben. Im Krankenhaus ist nur mein Tod. Du spinnst wohl, hier ist dein Tod. Du darfst nicht sterben. Das will ich auch nicht. Aber so. So ist das Leben. Herr Kessler! Wer hat Sie denn entlassen? Ich habe Verpflichtungen, Frau Doktor. Das geht nicht. Sie müssen ein paar Tage zur Beobachtung hier bleiben. Meine Familie braucht mich. Herr Kessler, Sie haben viel Blut verloren. Und Ihre Gehirnerschütterung. Sie gehen auf eigene Verantwortung. Mein ganzes Leben lang. Zum Lifthäuschen. Wenn da nichts ist, komme ich wieder zurück. Bleibst du am Funk? Ja, aber beeilst dich, gell? Wenn ich den Servicetermin verpasse, dann... Reißt dir da wohl den Schädel ab. Ja, ich glaub's aber. Ey, wo will denn der hin? Ich hab sie doch gebucht. Das Einzige, was ihr habt, ist wenig Zeit. Also würde ich aufhören zu quatschen und richtig Gas geben. Okay? Ich quatsche gar nicht. Fernseher. Warum bist du nicht im Krankenhaus? Weil ich hierhin gehöre. Und weil ihr jetzt nicht alleine sein sollt. Wo ist Niklas? Der ist in die Firma gefahren. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um die Kinder. Danke, Papa. Ich bin da. Und ich gehe nicht weg. Okay? So, wo sind denn meine kleinen Bracker? Hallo? Michi? Hier ist der Michi. Wie schaut's aus bei dir? Hast du Glück gehabt? Nein, hier ist niemand. Dann komm runter und wir hauen ab. Die beiden Heinis sind mit ihren Messungen fast fertig und ganz außer sich. Die 2 gackernde Hühner. Ich kann's echt nicht mehr hören. Bis gleich. Seit Beginn der Aufzeichnung noch nie. Meine Theorie. Meine Theorie. Ja, unsere Theorie könnte also stimmen. Feierabend. Wir müssen los.
Es könnte in der Eisrinne einen Zugang zur Dachsteineishöhle geben. Die Frage ist nur, wo fangen wir an zu suchen? Oben oder unten? Unten natürlich. Wieso unten? Die Zugänge sind hundertprozentig dicht. Also das klingt nach dem absoluten Wahnsinn. Ich sage euch trotzdem mal was. Wenn mein Kollege zurück ist, dann sind wir hier weg. Und ihr könnt gerne bleiben. Ich sammle euch dann morgen ein, wenn sich's ausgeht. Verstanden? Herr Kessler! Ah, Herr Preuße. Das mit Ihrem Schwager, das ist ja furchtbar. Das sieht ah, schon gut. Warum bist du nicht im Krankenhaus? Was soll ich da? Und? Wie ist die Stimmung unten? Wir sind natürlich alle geschockt. Aber wir haben Verantwortung. Ja. Setz dich, Niklas. Bitte. Ich weiß, ich habe dir wehgetan. Mit meiner Entscheidung. Aber es war keine Entscheidung gegen dich, Niklas. Es war eine Entscheidung für Jan. Und vielleicht... Vielleicht habe ich unterschätzt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und vielleicht war es auch nicht die richtige Entscheidung. Aber ein Mann muss zu seinen Entscheidungen stehen. Ich bleib dabei. Nach dem nächsten Quartal höre ich auf. Und wenn Jan tatsächlich nicht überlebt hat, dann wirst du das Geschäft übernehmen. Mach mir das Beste. Ich fahr nach Hause. Du solltest dich auch ein bisschen ausruhen. Lawine, Handschuh, Lifthäuschen. Das würde passen, aber da ist niemand. Kannst du ja nicht in Luft aufgelöst haben. Markus, wir haben alles getan. Ja, eben. Und wir haben niemanden gefunden. Da stimmt doch was nicht. Frag nochmal die Kesslers. Bis gleich. Ja. Onkel Niklas kommt. Hallo, Onkel Niklas. Hallo, na ihr? Hey. Sorry, dass ich so lange in der Firma war, aber ich... Ich sollte jetzt eigentlich auf dem Berg sein und nach ihm suchen. Stattdessen bin ich hier und spiele den Kindern was vor. Die wissen noch längst, dass ihm was passiert ist. Nee. Du machst das schon alles richtig. Wenn dir niemand findet, dann sind es die Bergretter. Ich bin so froh, dass du lebst. Und du hast uns Papa zurückgebracht. Ja.
Sie haben ihn. Wo ist er? Wir haben ihn leider noch nicht gefunden. Was ist mit Ihrem Vater? Kann der sich schon an was erinnern? Nein. Und Ihr Bruder? Ist dem noch was eingefallen? Nein, wieso auch? Er hat ja kein Gedächtnis. Wir haben den Handschuh hier gefunden. Und ich wollte fragen, ob der vielleicht... Der gehört Jan. Das ist Jans. Sind Sie sicher? Ja, hier, die Naht, die habe ich ihm selbst geflickt. Da, wo wir den Handschuh gefunden haben, da kann Ihr Mann eigentlich gar nicht sein. Das ist ein ganz anderes Suchgebiet. Das heißt, er lebt? In dem Fall hätte er die Lawine überlebt, ja, aber ob er noch lebt? Niklas, Sie haben Jans Handschuh gefunden. Waren Sie vielleicht doch am Torstein? Nein, wie oft soll ich das noch sagen? Den hab ich auch und Papa auch. Niklas, nein, ich bin mir ganz sicher, die Naht hier, die habe ich selbst genäht. Es kann nicht Jans Handschuh sein. Natalie, wir waren am Mitterspitz. Jetzt hören Sie doch bitte auf, meiner Schwester falsche Hoffnungen zu machen. Gut. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Gerne hätte ich dir und den Kindern noch ein letztes Mal gesagt, wie sehr ich euch liebe. Das Leben mit dir war ein Geschenk. Kann ich eigentlich mit zur Party? Vergiss es. Aber warum denn schon um 10? Da geht's der Rest richtig los. Weil morgen Schule ist? Ja, die können wir doch schwänzen. Opa, misch dich bitte nicht ein, ja? Wenigstens ein bisschen länger. Okay, 11 Uhr. Und für jedes weitere Wort ziehe ich dir 5 Minuten ab. Hey, aber wenn sie bis 11 wegbleiben darf, dann will ich aber auch mitziehen. Ab in mein Zimmer jetzt. Mama! Ach, ist das herrlich. Was denn, hä? Das Leben. Wieso willst du dann aufgeben, hä? Wieso? Das will ich doch gar nicht. Ich habe einfach Angst. Ich habe Angst vor der Operation. Da gibt's so viele Risiken. Und wenn ich sterben muss, dann will ich hier in der Ramsau sterben. Nicht in einem Operationssaal in München. Ich habe hier gelebt und hier will ich auch sterben. Tobi? Oh, Entschuldigung, ich störe euch. Das ist schon okay. Was gibt's denn? Das kann warten. Nein, sag. Ich muss ins Bett. Fährst du mich? Ja, natürlich. Ich kann Sie fahren. Ich fahre ihn. Ihr habt so viel um die Ohren. Ist okay? Ja. Katharina? Ich musste zurück nach München, ich muss ja morgen arbeiten. Ja. Was wolltest du eigentlich von Tobias? Wir haben Vermissten im Berg, von der Lawine verschluckt. Du glaubst, er lebt noch? Glauben kann ich das eigentlich nicht mehr. Aber du spürst es so irgendwie. Es wäre seine zweite Nacht da draußen. Ja. Wenn er Schutz gefunden hat? Thank you.
4 Tage hat er zwischen den Felsen und einem Vorsprung überlebt. 3 Nächte. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Und damals war es noch viel kälter. Wo war das? Im Frauenkopf. Das ist nicht euer Suchgebiet. Es gibt westlich vom Torstein ein Felsgebiet. Wenn man da vom Mitterspitz hin will, dann muss man durch die Eisrinne. Da habe ich den Handschuh gefunden. Schwierige Route. Aber machbar. Ihr vertraut einem Instinkt. Wie ich bei den Bergrettern war, da wollte ich auch nie aufgeben. Warum tun Sie es dann jetzt? Papa, so früh schon wach? Was hast du vor? Nur ein paar Sachen zusammengepackt. Und was bei dir? Geht's dir besser? Was macht der Kopf? Viel besser. Ich kann mich an fast alles erinnern. Nur an die Lawine nicht. Die ist nach wie vor weg. Wo soll's denn hingehen? Nach Salzburg zur Akla Group. Denen erklären, dass der Deal nicht zustande kommt. Wenn du willst, setz das Thema auf die Tagesordnung und wir diskutieren's. Nö. Jan hatte schon recht. Hoffentlich finden sie ihn bald. Ja, das hoffe ich auch. Sie gehen meinen Mann suchen. Ja, es gibt eine vage Hoffnung. Felsgebiet. Ich komme mit. Nein, das geht nicht. Es ist wahrscheinlich eh zu spät. Sie haben doch auch noch Hoffnung, dass Jan lebt. Das spüre ich. Ich werde Ihnen auch keine Probleme machen. Mein Vater hat mich, seit ich 6 war, immer mit in die Berge geschleppt. Und wenn jemand tot ist? Dann beerdige ich ihn. Haben Sie Ihre Sachen dabei? Wo ist eigentlich Ihre Mutter? Sie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Da waren Niklas und ich noch ganz klein. Das heißt, Ihr Vater hat Sie beide allein großgezogen? Und gleichzeitig hat er die Firma aufgebaut. Aber er war ja noch total jung damals. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. So ganz allein mit 2 Kindern. Alles okay? Ja, es geht schon. Ich hätte ja wenigstens noch Papa und Niklas. Natalie, hey, wir geben nicht auf. Ja? Okay. Weiter. Kommen Sie. Verstehen sich Ihr Mann und Ihr Bruder eigentlich gut?
Alle lieben Jan. Niklas besonders. Obwohl, Niklas war sich immer sicher, dass er mal die Firmenleitung übernimmt, wenn unser Vater sich zur Ruhe setzt. Tut er das nicht? Also er hat sich wohl entschieden, dass Jan sein Nachfolger wird. Er hat es ihm kurz vor dem Unfall gesagt. Ihr Bruder hat das einfach akzeptiert? Natürlich. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Aber es war sicher ein Schock für ihn. Aber ich kann Papa verstehen. Er hat mal gesagt, wenn er Jan sieht, dann sieht er sich selbst, als er noch jung war. Familie halt. Immer irgendwie kompliziert. Was ist eigentlich mit Ihrer Familie? Entschuldigung, ich... Nee, kein Problem. Alles gut, Familie halt. Ist er da oben? Das ist zu schwierig. Für den Aufstieg war er nicht ausgerüstet. Hat die Lawine hinter sich, ist vielleicht verletzt. Und von Mittelspitz hierher, das ist eine Höllentour. Wenn man das schaffen kann, dann schafft Jan das auch. Ja, aber dann hätte ihr Bruder ihn eigentlich nach der Lawine sehen müssen. Das hätte er doch gesagt. Sicher? Natürlich! Warum sollte er... Ich weiß es nicht. Aber von da, wo wir ihren Vater und ihren Bruder gefunden haben, da kommt man sowohl zur Mittelspitze als auch zum Turstein. Ihr Bruder hat uns zur Lawine am Mittelspitz geschickt. Den Handschuh von ihrem Mann haben wir beim Turstein gefunden. Da ist auch eine Lawine runtergegangen. Wollen Sie damit sagen, er hat sie absichtlich in die falsche Lawine geschickt? Das müssen Sie sagen. Sie kennen Ihren Bruder am besten. Mein Bruder ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Aber gut, wenn Sie wollen, dann frage ich ihn. Ich erreiche nicht. Wo genau haben Sie den Handschuh gefunden? Kommen Sie mit. Ich zeig's Ihnen. Ja! Da oben in der Eisrinne, da habe ich den Handschuh gefunden. Was ist denn das? Was? Die Spur. Da geht jemand vor uns, und zwar alleine. Es führt hoch in die Eisrinne. Da, wo die Lawine abgegangen ist. Kann das Ihr Bruder sein? Warum sollte er da hochfallen? Ich weiß nicht. Aber irgendwas an seiner Geschichte stimmt nicht. Sonst hätten wir Jan noch gefunden. Wenn das wirklich Niklas ist, dann ist er in Gefahr. Das Gelände ist schwierig, ist untrainiert, verletzt. Vielleicht hat er ja doch was vergessen. Wegen dem Schock. Und jetzt erinnert er sich wieder. Er sucht nach Jan. Markus für Ben, gib mal Alarm. Der Niklas Kessler ist wahrscheinlich alleine am Turstein unterwegs. Okay, verstanden. Das habe ich dir gesagt, die Mühle ist tipptopp.
Wir haben nichts gefunden, aber auch gar nichts. Ja, aber Serviceintervall bleibt Serviceintervall. Weil wenn mit dem Ding irgendwas nicht stimmt, dann merke ich das schon. Und zwar hiermit, verstehst du? Ja. Ja, da bist du ja schon wieder. Ja, leider. Scheiß Fliegen. Du, Fliegen ist wunderbar. Dein Magen ist instabil. Du solltest mal zum Arzt, ehrlich. Pass auf, gegen den Heli hast du keine Chance. Okay, verstanden. Markus, für Michi, wo seid ihr? 2-3 Minuten von dir entfernt. Die Spur ist weg. Wie weg? Die ist weg, die hört einfach auf. Mitten in der Eisrinne. Der ist nicht am Berg, nicht in der Eisrinne. Aber wo dann? Der kann sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht ein Minenschacht, jedenfalls ist er weg. Und was ist mit dem Zugang zur Dachstein-Eishöhle? Verstehe ich nicht, was? Ja, die beiden Idioten, die Gletscherforscher. Die meinten, dass wegen Abschmelzung und Lawine und so weiter, dass da eventuell ein Zugang zur Dachstein-Eishöhle freigelegt wurde. Vielleicht ist er da ja rein. Sag mal, Tobi, sind die Typen noch im Hotel? Nein, die sind heute Morgen ganz früh los mit dem ganzen Equipment und sind den ganzen Tag nicht erreichbar. Weil sie in der Höhle sind. Tobi, flieg mal zum Eingang von der Eishöhle und lass dir den möglichen Zugang nach oben zeigen. Okay, kommst du alleine klar? Ich bin nicht alleine. Firma.
Du hast doch keine Ahnung. Als ich dich losgelassen habe, da... Papa hat die Firma mehr geliebt als mich. Und ich habe immer nur gebuckelt. Wie so ein Blöder. Das Studium in England und die ganze Scheiße. Es war alles nur... Ich wollte, dass es ihn... Dass ich es kann. Dass er mich genauso liebt. Wie dich. Spalte! Jan! Hey! Niklas! Niklas! Vorsicht! Ja! Da ist eine Spalte! Der ist vermutlich abgestürzt, bevor er sich sichern konnte. Okay, kommen Sie her. Wenn wir da jetzt runtergehen, dann tun Sie das, was ich Ihnen sage. Einverstanden? Sie langsam ab. Ja, Vorsicht. Geht das? Ja. Vorsicht, jetzt geht's über die Kante. Okay. Okay? Ja. Gut. Da oben ist ein Hohlraum. Ziemlich groß sogar. Mann, wir haben die Kienle-Larsen-Höhle entdeckt. Larsen-Kienle? Das geht ja alphabetisch schon gar. Quatsch, wie hört sich denn das an? Kienle-Larsen. Und? Haben Sie gut geschlafen? Ja. Geht da ein Weg hoch zum Torstein? Ja, da lang. Fällt sie da ist? Beides. Alles da. Unserer Messung nach ziemlich weit senkrecht nach oben und dann in die Kienle-Larsen-Höhle. Larsen-Kienle. Das ist wissenschaftlich noch umstritten. Alles klar? Ja. Okay. Mach auf, Alarm! Jan! Machen Sie sich los! Jan! Nathalie! Niklas! Nathalie, warten Sie! Niklas! Nathalie! Niklas! Nathalie! Markus! Markus, bist du da oben? Ich bin ja im Eiskamin! Niklas! Hilfe! Niklas! Herr Lebt! Herr Lebt! Ich habe ihn zurückgeholt! Nathalie? 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 Hier! Okay. Nicht so viel bewegen. Bei der Unterkühlung kann das lebensgefährlich werden. Nathalie, warum? Okay. Ich bin hier. Lass mich mal ran.
Jan, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Jan, hören Sie mich. Wird alles gut. Kann ich irgendwas tun? Ein bisschen irgendwie warm bekommen. Okay, wir holen Sie hier raus. Das haben Sie gut gemacht. Wird alles gut. Okay? Bei Ihnen alles in Ordnung? Niklas, warum haben Sie uns eigentlich die ganze Zeit an der falschen Stelle suchen lassen? Hä? Du wusstest gestern Abend schon, wo er ist, und du hast uns nichts gesagt. Markus! Hier schieben wir das unter. Hier! Siehst du? Ja. Wir müssen schauen, dass wir sie alle hier so schnell wie möglich rausbekommen. Können wir da runter? Wie schaut's aus? Ist zu eng. Kommen wir da hoch? Ich schau. Kannst du alleine gehen? Verschwinde. Hat jemand von euch die Kamera? Die lag unten im Eiskamin. Das ist die Eiskamera. Michi, sag mal, wo bleibt ihr? Das war nicht ich. Nathalie. Wie konntest du? Wie konntest du nur? Fragst du mich? Alles immer nur für dich gemacht. Bist auch schuld. Mein Gott, du quatschst schon wieder. Einfach mal die Klappe halten. Larsen-Eishöhle. Spinnst du? Larsen-Eishöhle. Und wo bleibe ich? Meine Berechnungen haben uns erst auf die Spur gebracht. Es war meine Idee, von unten anzufangen. Meine Idee. Papalapap, Kiel-Eishöhle, basta. Und wenn ihr das nicht. Wolltest du nicht bei Emily sein? Darum geht's. Es ist jetzt die Jan-Hilbert-Höhle. Ja, wir benennen die Höhlen immer nach ihren Erstbegehren. Was? Hm?
Kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie sehr ich es liebe, ein Bergretter zu sein? Und dann noch mit so einem Typen an meiner Seite. Wir sind echt so ein geiles Team, oder? Was ist los, Tobi? Ich höre auf. Das war halt mein letzter Tag. Mein Vater ist todkrank. Die Emily schuftet sich zu Tode. Das Hotel, der Hof geht den Bach runter. Ja, verstehst du, die brauchen mich jetzt. Da kann ich nicht auf den Berg, um Leute zu retten. Ich muss jetzt erst bei meiner Familie helfen, oder? Wie soll ich das ohne dich schaffen? Ja, genau das hat die Emily mich auch gefragt. Komm, pass auf, wir finden eine Lösung. Ich verstehe deine Situation dabei. Wie soll ich dich ersetzen? Du findest einen Ersatz. Aber ich finde nie wieder eine Frau wie die Emily und ich habe nur einen Vater. Habe ich meinen Arsch gesagt? Gar nicht im Bett. Nicht ohne dich. Ich habe Markus gesagt, dass ich aussteige. Wirklich? Bist du dir sicher? Ja. Wir haben ihn gefunden. Er lebt. Da spürt man, warum man das alles macht. Schön, oder? Ja. Und im Frühjahr erst, wenn alles blüht, wenn die Natur erwacht, das Rauschen der Bäche, wenn das Schmelzwasser runterschießt. Ja. Das ist überwältigend. Ja. Die Almwiesen im Sommer. Ja, mehr Blumen als Gras. Naja, und im Sommer ist dann der Franz auch wieder da. Also den vermisse ich ja nur wirklich nicht. Wollen Sie wirklich vor ihm sterben? Am schönsten ist es im Herbst, wenn sie die Bäume verfärben. Soll ich Sie ins Hotel fahren? Nein, danke. Möchte heute Nacht hier bleiben. Bei meiner Familie. Gute Nacht. Gute Nacht. All the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. If you go, if you go, Morgen! Morgen! Ich bring meinen Papa nach München, zu seiner OP. Wir sehen uns dann spätestens im Frühjahr. Friend made enemy, and every shipwreck soul.
darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich finde, du hast recht. Womit? Wenn nicht jetzt, wann dann? This is as far as I could reach.